bin Hannes. Seit 2 Monaten mache ich die technische Leitung beim Bundesjugendballett in Hamburg. Heute sind wir im Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg und haben die 3. von 4 Vorstellungen. Mit dabei ist die Dot 2 als treuer Begleiter, an der ich nachher sitzen werde und die Show für 2 Stunden lang betreuen werde. Im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass die Bedienung recht intuitiv zu handhaben ist. Definitiv. Aufgrund dessen, dass wir immer wieder irgendwo anders sind, immer wieder ein anderes Setup vorfinden und sich heutzutage natürlich mehr und mehr Moving Lights auch in Theatern wiederfinden, das war meiner Meinung nach lange Zeit, wurde sich dagegen so ein bisschen gesträubt, ist für mich ein ganz klarer Vorteil, dass ich durch die Fixtures in die Library gehen kann und bisher noch kein Problem hatte, irgendeine Lampe da drin nicht zu finden, sondern ich konnte sie nehmen, konnte sie mir auf den Patch legen und konnte dann damit losarbeiten. Das klappt wunderbar. Auch andere Sachen wie jetzt hier im Ernst-Deutsch-Theater war, dass mir der Patch im Vorfeld zur Verfügung gestellt wurde und ich den Patch vorbereiten konnte, hier hingekommen bin mit der Dot 2, noch ein bisschen Nacharbeit brauchte, aber zumindest schon mal alle Lampen zum Laufen bekommen habe. Die Größe von der Dot 2 ist definitiv sehr gut zu handeln. Insbesondere, weil wir, wenn wir mit dem Pult kommen, nicht nur das eigene Hauspult in den meisten Fällen zur Seite stellen müssen, wenn es nicht genügend Platz gibt in der Regie, sondern vor allem, weil wir auch, bevor wir wirklich so weit sind, dass wir in die Regie umziehen, zu den Beleuchtungsproben und zum Einrichten das Pult immer im Saal haben. Dadurch ist ein viel direkterer Kontakt auf die Bühne möglich. Es lässt sich besser sehen, als wenn ich irgendwie 50 Meter hinter Glas sitze. Und da ist die Größe von dem Gerät absolut super. Support, auf Seiten des Supports, wenn ich ihn bisher brauchte, weil ich einfach nicht weitergekommen bin, schnell zu erreichen, freundlich und kompetente Aussagen, absolut klasse. Was mir Theater bedeutet? Tja, ich habe irgendwann mein Herz da verloren, würde ich sagen. Ich messe ganz oft den Wert meiner Arbeit daran, wenn ich mir das angucke und sehe, dass das, was auf der Bühne passiert, mich in irgendeiner Art und Weise berührt. Wenn das passiert und wenn es ein Stück schafft oder wenn es eine Choreografie schafft, zusammen mit der Musik, dass ich da sitze, hinter meinem Pult und Gänsehaut bekomme, dann weiß ich, warum ich hier bin.